Diese Stabkirche wurde 1908 nach nur 10-monatiger Bauzeit errichtet. Das war notwendig geworden, da der kleine Gottesdienstraum im Dachboden eines Schulgebäudes nicht mehr ausreichte, denn der Tourismus im Harz nahm Ende des 19. Jahrhunderts stark zu. Man wollte eine besondere Kirche bauen und hat sich deswegen in Norwegen umgeschaut. Dort standen die sogenannten Stabkirchen. Stabkirche, das kommt von dem norwegischen Stav und bezeichnete die senkrecht verbauten Balken und Stäbe. Man nimmt an, dass dieser Kirchentyp aus der Kunst des Schiffsbaus stammt und dementsprechend findet man in dieser Kirche einen Kronleuchter, der dem Schiffssteuerrad nachempfunden ist, und die runden Fenster oben in der Kirche erinnern an Bullaugen. Die Dachreiter hier oben enden in Drachenköpfen, die den Galionsfiguren der Wikingerschiffe entsprechen. Im Kirchturm befindet sich ein Glockenspiel, ein sogenanntes Carillon. Wir hören schon seit einiger Zeit im Hintergrund das Stimmen dieses Gerätes. Das kann man sich jeden Samstag zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr anhören. Man kann auch in den Turm gehen und den Spieler dabei beobachten. Das werden wir jetzt tun. Ein Carillon, ein großes Turmglockenspiel, bei uns bestehend aus 49 Bronzeglocken mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen. Mhm. Diese Art des Instruments stammt schon aus dem Mittelalter, also man hat das genutzt hauptsächlich, um den Stundenschlag anzukündigen erstmal. Also man hat vier Töne vorweggespielt, zum Beispiel so etwas. Und dann wussten alle, okay, gleich kommt der Stundenschlag, sodass man dann mitzählen konnte. Und das war dann der Stadt damals in Flandern zu wenig, diese vier Glocken. Und die Nachbarstadt hat gesagt, wir haben auch mehr Geld für mehr Glocken. Und so hat sich dieses Instrument entwickelt, sodass man um 1500 rum so das erste Carillon mit dieser Spieltastatur dann hatte. Und da von Belgien aus hat es sich dann im Prinzip in die ganze Welt verbreitet. Unser Instrument ist noch nicht ganz so alt. Das ist, stammt aus dem Jahr 2002. Da haben wir angefangen, erstmal mit 24 Glocken und haben dann bis 2005 das Ganze ergänzt auf 49 Glocken, sodass man jetzt vier Oktaven spielen kann. Der Spieltisch ist auch genauso angelegt wie bei einem Klavier. Also jeder, der ein Tasteninstrument oder Klavier spielen kann, kann auch Carillon spielen. Wir haben also hier die weißen Tasten und die schwarzen Tasten schräg drüber. Ja, vielleicht erstmal soweit. Ja gut, Dankeschön. Ja, das kann ich natürlich auch, ne? Von Laune mit Ochsen. Genau. Tschüss.